Alle 40. Ja, da sollen wir nämlich. Siehst du so oben am Himmel? Ja. Gerade zu. Dann ist gut. Das ist sehr gut, denn. Mein Name ist James Klein vom Pressedienst der Berliner Feuerwehr. Wir wurden hier heute um kurz nach zwei in die Torstraße in Berlin-Mitte gerufen. Es war schon auf der Anfahrt eine sehr große Rauchsäule zu sehen, sodass die Kollegen direkt nachalarmiert haben und den Brand bestätigen konnten. Als wir angekommen sind, stellte sich ein Brand im Dachstuhl eines fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes dar, im Hinterhof. Das hat auch die Lage ein bisschen erschwert, hier an den Brandherd zu kommen. Die Brandbekämpfung haben wir sehr schnell mit einem Außenangriff über die Drehleiter sowie über den Innenangriff vorgenommen und konnten den Brand auch schnell unter Kontrolle bringen. Und es kam hier keine Person zu Schaden. Insgesamt waren wir hier mit ca. 90 Personen vor Ort. Aktuell sind noch kleine Glutnester zu löschen. Wir nehmen gerade das Dach auf und klären die Lage auch mit unserem Drohnenteam.